Ich möchte euch noch mal eine Frühlingsdeko zeigen. Und zwar diesmal mit Frühlingszwiebeln in Wachs getaucht. Wenn Zwiebeln gewachst haben, dann zeige ich euch im Anschluss auch noch mal ein paar Deko-Ideen dazu. Und ich möchte das gerne mit Federn machen, weil ich finde, es mal ist was anderes und besonders schön. Und dann habe ich hier aber auch noch ein paar Felle. Also damit möchte ich euch mal ein bisschen, ja, eine Deko-Idee oder mehrere Deko-Ideen zeigen. Als erstes, ich habe also hier kleine Tauben, weiße Taubenhyazinthen gekauft. Und hier habe ich einen Topf mit weißen Krokussen. Weiß fand ich irgendwie am schönsten. Dann habe ich hier allerdings auch noch eine Hyazinthe. Da müssen wir mal gucken, die steht jetzt hier seit einer Woche, ist schon relativ groß. Die Sommerknotenblume, das, wie man sieht, kleine Schneeglöckchen, die aber ja auch jeweils so eine Zwiebel haben. Und als allererstes müssen wir mal die Zwiebeln aus dem Topf bekommen. Und dann also auch die Erde schön abmachen. Teilen. Hier jetzt gucken, dass wir die auseinanderkriegen. Weil wir brauchen die nachher einzeln. Richtig schön abmachen. Wir haben jetzt hier nur die Wurzeln. Runterhängen, die schneide ich nachher noch ein Stückchen ab, weil ich wollte es mal ausprobieren, wie das ist, wenn man die mitwachst, wie das aussieht. Wir werden also ein paar Zwiebeln mit längeren Wurzeln wachsen, aber ich werde auch ein paar abmachen, weil die muss wirklich ab nachher. Diese Zwiebeln, wo schon viel Erde ab ist, das wässern wir jetzt noch mal so ungefähr, ja, 60 Minuten. Ja, wenn die in dem Wachsbettchen drin sind, in der Wachsglasur, sie brauchen kein Wasser und sie brauchen keine Blumenerde. Aber jetzt vorher müssen wir sie schön ordentlich wässern. Ein bisschen Sauerei, vielleicht hätte ich es lieber auf der Terrasse machen sollen. Aber irgendwie werden wir das ja nachher auch alles wegwischen. So, dann auch dieses Glasschälchen machen wir jetzt hier noch voll mit Wasser, bis sie schön voll saugen können mit Wasser. Und jetzt haben wir die ganzen Blumenzwiebeln ungefähr 60 Minuten, es geht vielleicht auch 2 Stunden, aber ich habe gehört, 60 Minuten reichen, haben wir sie ordentlich gewässert. Schönen Zwiebeln hier. Jetzt müssen wir sie noch schön trocken machen und abtropfen. Das machen wir, muss man noch mal mit jeder einzelnen machen, dass sie wirklich richtig schön trocken sind. Und dann würde ich sagen, hier schneiden wir mal ein bisschen noch ab. Das abschneiden. So, jetzt habe ich die hier schon hier schön zu liegen. Ne? Alles schön abgetropft. Und dann machen wir mal mit den großen hier weiter. Ganzen schönen Blumenzwiebeln mit ihren Wurzeln dran. Alles vorbereitet, schön abgetrocknet. Und hier schmilzt jetzt der Wachs. Also ich habe das natürlich von alten Kerzen genommen und habe mich jetzt mal für rosa entschieden. Aber wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann guckt euch einfach das Video an, was ich im Dezember gemacht habe. Da habe ich ein einzelnes Video darüber gemacht, wie man aus Kerzenresten Kerzen macht. Rühren es nochmal um, es ist doch noch sehr heiß. Der Wachs ein bisschen abgekühlt und jetzt starten wir einfach mal. Und wir nehmen mal diese Zwiebel hier und tauchen die ein. Dann seht ihr das schon. 3-4 Mal muss es schon sein. Ich glaube, jetzt waren es 5 Mal. Und dann stellen wir die hier so auf den Teller, dass die Wurzeln auch so hart werden, dass es gut steht. Hier sind noch ein paar mehr Wurzeln mit dran. So soll sie jetzt stehen bleiben. Mal sehen, ob wir das so hinkriegen. Jetzt ist der Wachs noch ein bisschen kälter geworden
und schon geht es viel einfacher. Und diese Zwiebeln, die brauchen kein Wasser und keine Blumenerde mehr. Die sind durch den Wachs jetzt ja, konserviert, kann man sagen. Hier noch weiß und machen die anderen Blumenzwiebeln noch mit weißem Wachs. Wenn ihr die gewachsenen Zwiebeln dann irgendwo abstellt, also manchmal wird auch gezeigt, dass man das dann auf ja, Pergamentpapier oder sowas machen muss, soll. Es soll aber auf jeden Fall gewachst sein, weil sonst kriegt man sie nachher nicht ab. Und ich denke, auf Tellern geht das sehr viel besser. Alle Blumenzwiebeln gewachsen. Wenn ihr sie wirklich aus dem Wachs nehmt und hinstellt, ein bisschen so justieren, so werden sie dann natürlich auch hart. So, jetzt seht ihr sie nochmal von nahen. So sehen sie aus. Doch richtig gut aus. Ich finde, es sieht auch ein bisschen edel aus. Mal sehen, was wir da draußen Schönes machen noch. Und dass die Wurzeln da noch mit dran sind, das war ja ganz bewusst so gemacht, weil das finde ich schöner. Ich will euch zeigen, wie man die gewachsenen Blumenzwiebeln dekorieren kann. Und dazu zeige ich euch, ich möchte gerne was mit Fell machen. Das sind hier so Sitzpads, weil ich finde immer irgendwie immer das Gleiche auf irgendwelchen Gläsern oder in irgendwelchen, ja, nur dafür gedachten Formen, finde ich irgendwie auch immer ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Und ich denke immer, das, was man so hat, kann man ja auch mal verwenden. Und das sind hier so Sitzpads für die Stühle. Die habe ich in 3 verschiedenen Farben. Und ja, damit möchte ich euch mal was zeigen. Und was ich aber, glaube ich, am schönsten finde, ist hier, es sind so weiße Federn. Und damit möchte ich euch die Deko jetzt gleich zeigen. Seht ihr, dass ich hier diesen Federkranz habe? Aber man kann mit viel Geduld, kann man das schaffen, dass die dann hier stehen. Aber es soll ja irgendwie ja, ein bisschen langfristiger sein. Und deshalb haben wir hier kleine Zahnstocher, die wir hier reinpieken. Und damit kann man dann natürlich auch diese gewachsenen Blumenzwiebeln wunderbar stabilisieren. Dann haben wir hier auch ein bisschen Rosa. Wir haben es ja extra so gemacht, dass die Wurzeln auch zu sehen sind. Von daher gibt es jetzt hier natürlich auch gleich noch ein bisschen Stabilität. So war ja auch die eigentliche Idee. Also man kann es so machen, dass man dann gar nicht so viel davon hat. Jetzt zeige ich es euch nochmal von nahem. So sieht es denn hier einfach aus, wenn das in so einem Federkranz ist, was ich wirklich sehr hübsch finde. Und wie gesagt, ein bisschen was anderes. Ja, jetzt haben wir ja hier die weiß gewachsenen Blumenzwiebeln drin. Dann kann man natürlich auch nochmal ein Teelicht mit einstellen. Ein weißes habe ich jetzt auch genommen. Das ist dann ja sehr einheitlich in der Farbe. Da kann man ja dann die Federn auch noch ein bisschen rüber machen. Dann sieht man die auch nicht so. Die Zahnstocher. Auch hier haben wir noch, wenn ihr wollt, passend kann man natürlich auch noch ein rosa Teelicht mit draufstellen. Und das sieht doch dann auch ganz nett aus. Ja, hier haben wir jetzt das Sitzpad aus Fell und da haben wir auch wieder die weiß gewachsenen Blumenzwiebeln und da habe ich jetzt mal ein grünes Teelicht dazu gestellt, weil das ja so auch mal ja, ganz nett passt. Und auch hier habe ich jetzt nochmal die Blumenzwiebeln, die wir jetzt hier eben mit dem kleinen Holzzahnstocher fixiert haben, nochmal dazugestellt. Und so sieht es dann aus. Dann haben wir jetzt hier nochmal die graue Variante mit einem grauen Teelicht. Ich glaube, das kennt auch jeder aus so einem großen schwedischen Möbelhaus, sage ich jetzt mal. So sieht es denn hier aus. Da habe ich jetzt nur die weiß gewachsenen
Zwiebeln dazu genommen. So, und jetzt nochmal ein Fell mit ganz, ganz vielen Blumenzwiebeln drauf. Hab's jetzt gemischt, weiß und rosa. Ja, ohne Kerze, wie euch das am besten gefällt. Seht wirklich ganz gut, da wo man die Wurzeln etwas mit dran lässt, stehen die also auch sehr viel besser. Also auch selbst diese ganz großen hier. Mal grau mit rosa und einfach auch nur ein Teelicht. Petrolfarbene Variante mit einem Teelicht auch dabei. So sieht es dann mit der passenden petrolfarbenen Kerze aus. Hier nochmal ein kleines Abschlussvideo. Das sind also rosa und weiß gewachste Blumenzwiebeln mit einem weißen Teelicht und schön im Federkranz. Das kann sich ja dann jeder so zusammenstellen, wie es ihm am besten gefällt. Ja, nun habe ich euch in vielen einzelnen Schritten ganz genau gezeigt, wie man Blumenzwiebeln wächst in rosa und in weiß und habe euch die passende Deko dazu gezeigt mit Fellen von Stühlen, also Sitzpads sozusagen, und einen Federkranz. Und nun möchte ich euch noch ein Geheimnis zu dem Federkranz sagen. Auch das ist nicht extra für die Deko gekauft, sondern das ist eigentlich eine Lampe, die ich mir neu gekauft habe. Sie war aber ein bisschen zu klein, also kleiner als meine alte. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir jetzt das mal für die Frühlingsdeko mit den Blumenzwiebeln. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns sagt, wie es euch gefallen hat, ob ihr was anfangen konntet mit dieser Idee. Und was ihr vielleicht noch selber daraus gemacht habt. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!